Die Selbsttests sollen ja nun die Schulgemeinschaft schützen. In der vergangenen Woche haben Sie sich in der Kultusministerkonferenz gegen eine Testpflicht ausgesprochen. Warum? Wir setzen in Rheinland-Pfalz immer auf die Freiwilligkeit und auf das Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger hier in diesem Lande und haben da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Wir brauchen die Testung. Es ist wichtig, dass sich Schülerinnen und Schüler testen, damit die Schulen sichere Orte sind. Und ich habe auch letzte Woche schon gesagt, wir gucken uns natürlich an, wie die Situation ist und werden dann eventuell, wenn es notwendig ist, auch unser Konzept verändern. In Niedersachsen gibt es schon eine Testpflicht und die kombinieren das mit Zuhause-Testen. Wäre das auch ein Modell für Rheinland-Pfalz? Wenn es eine bundesgesetzliche Regelung zur Testpflicht gibt, dann setzen wir die selbstverständlich in Rheinland-Pfalz um. Wir bereiten uns darauf schon mal vorsorglich vor und gucken uns auch an, wie das in anderen Ländern umgesetzt wird. Wir haben immer auf die Testung in Schulen erstmal gesetzt, weil wir wollen, dass Schülerinnen und Schüler wissen, wie man testen kann, wie das ordentlich geht, wie das gut geht, weil man dann auch in der Schule einen besseren Überblick darüber hat, wer getestet ist. All das verändert sich nochmal mit der Testpflicht und dann werden wir auch gucken, ob wir nochmal Veränderungen bei dem Ort der Testung sozusagen vornehmen. Warum hat sich Rheinland-Pfalz dagegen entschieden, alle Lehrer bei der Impfpriorisierung jetzt vorzuziehen, wie das zum Beispiel in Baden-Württemberg der Fall ist? Also die Ministerpräsidentin und ich haben uns sehr dafür eingesetzt, dass die Erzieherinnen und Erzieher, die Grundschullehrkräfte, die Förderschullehrkräfte prioritär geimpft werden. Und die haben auch ein prioritäres Impfangebot bekommen. Ganz viele sind schon geimpft. Und das ist gut und da bin ich sehr froh darüber. Wenn wir nicht genug Impfstoff haben, bedeutet das im Moment, dass andere Gruppen, erkrankte Menschen, Menschen mit einem sehr hohen Risiko, alte Menschen zurückstehen müssen. Das ist eine schwierige Entscheidung, eine ethische Entscheidung. Wir haben eine Vorgabe vom Bund, wie geimpft werden soll. Und Sie können sicher sein, ich wünsche mir, dass natürlich die Lehrkräfte auch der weiterführenden Schulen, wenn die Priorität 3 geöffnet wird, so schnell wie möglich dann mitgeimpft werden. Ihnen bläst der Wind gerade recht heftig ins Gesicht. Sie werden von vielen Seiten der Schulgemeinschaft, zumindest von Teilen, kritisiert. Nervt Sie das? Also Bildung ist einfach total wichtig und wir alle wollen, dass unsere Kinder die beste Bildung bekommen, dass wir in den Schulen die besten Situationen haben. Nach 13 Monaten Pandemie, sage ich mal, ist die Nervenlage nicht bei uns allen nicht mehr die, die sie am Anfang der Pandemie war. Deshalb verstehe ich das. Dass es auch immer wieder, wenn es neue Dinge gibt, Kritik gibt. Manchmal klappt es am Anfang auch mit der Umsetzung noch nicht so gut. Wir sind offen für die Kritik, das ist gut so. Wir gucken, dass wir Lösungen finden. Wir finden immer Lösungen und wir arbeiten ständig daran. Und wir bekommen auch viele positive Rückmeldungen, wo es eben auch gut läuft. Und da bin ich wirklich sehr dankbar, dass es viele gibt, die das einfach das Machbare und das Wichtige auch machbar machen.